Eine schön leckere Geschichte, will ich mal meinen. Okay, ja, und solche Geschichten, wenn man alle Artefakte sozusagen einsammelt, da kann man eine ganze Menge hübsche Sachen rausfinden. So, dann gucken wir mal. Hier haben wir eine Waffe. My primary gun. I had two guns and couldn't take this guy down. Jeez. Ja, das ist also die Waffe, die wir nach Mutti benannt haben. Und hier schwebt auch noch irgendwas in der Luft herum. Das ist wohl der Killer. Ja, you can reveal the residue of memories imprinted in this realm. Ja, das haben wir ja nun schon auch länger rausgefunden mit diesen komischen Boilern. Mal gucken, was er hier so tut. Analysieren wir ihn mal. Okay. Jetzt müssen wir hier auswählen, was am sinnvollsten ist. Wir müssen zwei Sachen auswählen. Das sehen wir unten an den beiden Fragezeichen. Also, er ist auf jeden Fall. Er sucht was. Und, naja, er kämpft nicht und er ist jetzt nicht zufällig hier, sondern der ist schon gezielt hier, also er ist auf jeden Fall purposeful. Genau. The bell killer was looking for something or someone. What was he searching for? Okay, er scheint sich aber auf jeden Fall schon mal ziemlich sicher zu sein, dass das der Bellkiller ist. Gucken, können wir mit dem hier eigentlich schon irgendwas machen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Nee, den können wir nur hier wieder so ein bisschen ausquetschen. Man, we gotta find these tenants. If they're still alive. Man, we gotta find these tenants. If they're still alive. Gut, dann halt nicht. Ah, hier ist noch ein bisschen was. Examine details. Da ist sie. Cassandra Foster. Please note, this is the same Cassandra Foster who occasionally worked with the Salem PD as a psychic consultant. Okay, die hat also mit der Polizei zusammengearbeitet und war da eine Psychotante sozusagen. Interessant. One of the missing tenants, Cassandra Foster, worked with the police as a psychic consultant. Ja, genau. Das ist doch schon mal sehr interessant. Oh, hier ist noch was zum Einsammeln. I don't know how this will end. The killer is an enigma to the police and a lurking shadow in my own life. If only I can keep Joy from harm, I would do anything, even push her away, if it meant pushing her to safety. Okay, concern for Joy's safety. Joy's safety is the main concern of her mother. Okay, also Joy ist ihre Tochter und die wollte sie beschützen und hat gesagt, ich würde sie sogar wegstoßen, wenn ich wüsste, dass es sie in Sicherheit bringt irgendwie. Da haben wir noch das Fenster, aus dem wir rausgeflogen sind. Das können wir auch noch untersuchen. Ja, das ist kaputt. Das hast du sehr gut erkannt. Du bist ein toller Detektiv. The window the killer threw me out of. Wahnsinn, wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Das ist ein Ding. So, hier haben wir noch ja, ein bisschen abgeblätterte Farbe. Da hat er eben wohl den Kopf mitten reingerammt oder so. My last fight. I got tossed around pretty bad. That guy is strong. Ja, wenn du ihn noch nicht mal mit zwei Waffen besiegen konntest, da hat er schon ganz schön drauf gekloppt. So, was haben wir denn hier noch? Ah, hier liegt noch was. Signs of a struggle. Ja, das haben wir schon an der Wand gesehen. My confrontation with the killer led to a vicious fight. Ja, wir haben uns ziemlich mit dem gekloppt. Muss ich mal gucken. Genau, das Buch können wir uns noch anschauen. Spiritual. A book about ghosts in different realms. Okay, also auch ein bisschen ja, spirituell angehaucht. Hier hängt auch so ein Traumfänger. Und hier haben wir auch noch jemanden, den wir enthüllen können. Das scheint das Mädel zu sein. So, was macht sie denn Schönes?
Sie ist auf jeden Fall frightened. Also man kann hier auch mit dem Controller hier so hin und her und bla, aber das ist mir ein bisschen zu kompliziert. Deswegen, ich nehme immer den Analogstick. Also sie ist auf jeden Fall frightened. Sie beobachtet, also watching. Und sie versteckt sich. Wow. There was a witness to my fight with the killer. What did she see? Also irgendjemand hat uns beobachtet, als wir gegen den Typen gekämpft haben. Das Mädel hier. Und jetzt ist die Frage, was sie gesehen hat. Vor allem, wo hat die hier gewohnt? Was für ein Saftladen hier. Ah, hier können wir raus, aber wir sind hier noch nicht fertig. Ich weiß auch gar nicht, ob wir hier überhaupt raus könnten. Weil wir haben ja hier noch ein bisschen was zu untersuchen. Muss ich mal gerade gucken, wo waren wir denn noch nicht? Genau hier waren wir noch nicht. Da ist nämlich noch eine Tasche. Packing or unpacking, ja. Gute Frage. If someone was packing to leave, why did they leave this behind? Ja, kann ja eigentlich nur heißen, dass jemand überstürzt aufgebrochen ist, wenn man so eine Tasche stehen lässt. Und hier liegt auch noch etwas zum Einsammeln. Meeting Ronans Parents. Die Eltern zum ersten Mal treffen. Das ist natürlich immer eine ganz heikle Angelegenheit. It's usually the engaged people who are nervous about meeting the parents of their intended. But I was looking forward to it and Ronan's parents were nervous, stumbling all over themselves to make a good impression. Ronan's dad was all thumbs and really quiet, like he was repressing his own crude nature. It was sweet though. And Lillian was a rough... Was? Gem? Ich glaube ja. Such a good heart. I hope they understand how much I adore them. Okay, also lief ja wohl ganz gut. Die Eltern hatten mehr Angst vor dem Treffen mit ihr, als sie Angst vorm Treffen mit denen hatte. So, jetzt haben wir 9 von 14 Hinweisen. Jetzt muss ich nur mal ganz stark überlegen. Ich glaube... Mehr hatte ich beim letzten Mal auch nicht gefunden. Wir müssen uns den Typen hier nochmal vorknöpfen. Ihn hier, beziehungsweise... Können wir hier... Nee, das können wir noch nicht. Wir können nur wieder sein Gedächtnis ein bisschen auf Vordermann bringen, aber das bringt noch nichts. So, let me think. Wir waren jetzt hier schon, das haben wir alles untersucht. Das hier haben wir untersucht. War hier noch irgendwas? Eigentlich nicht. Naja, find an answer. Wir haben 9 von 14 Clues. Ich glaube, ich da jetzt schon anfange, irgendwas zu schlussfolgern, das könnte schlecht ausgehen. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich weiß, dass wir uns irgendwann den hier nochmal schnappen müssen, aber das geht im Moment noch nicht. Aber hier habe ich eigentlich alles. Ist auch Käse, dass ich hier eigentlich immer wieder... außen rum gehe, obwohl ich eigentlich locker hier durchgehen könnte. Aber irgendwie traue ich mich nicht. Ich könnte mal gucken, was bei Find an Answer kommt. Why was the killer here? Wir können es ja schon mal probieren. Wir scheinen hier fast alle Hinweise zu haben. Einer fehlt uns noch. Ich denke mal, wir können es probieren. Also, warum war der Killer hier? Er hat irgendwas gesucht. Also, ich denke mal, The Searching Killer war, glaube ich, die beste Variante. Genau. Und naja, das Mädel könnte noch ein Hinweis sein. Ich glaube, das war auch noch der wichtigste Hinweis. Turn around.
You're under arrest. So that's what I walked in on. Was he after the girl? Where'd she go? Also, jetzt wissen wir, wie das Ganze mehr oder weniger passiert ist oder was hier passiert ist. Und some investigations include multiple questions requiring multiple answers. That girl might be who the killer is after. Ja, ich denke mal, oder ich glaube, das wird diese Joy sein. Aber vielleicht hat der Killer ja auch ihre Mutter gesucht. Die hat ja schon gesagt, sie hat Angst um ihre Tochter und sie will, dass sie in Sicherheit ist. Und ja, der Typ, der scheint ja schon fast übermenschliche Kräfte gehabt zu haben. Der hat Ronan hier durch die Gegend geschleudert, als wäre es irgendwie nix gewesen. Und die Kleine hat sich verkrümelt und wäre jetzt vielleicht mal ganz nice, die zu finden, weil vielleicht weiß sie ja, wer der Killer ist oder wer der Typ sein könnte. Und jetzt können wir uns, glaube ich, unserem speziellen Freund hier widmen, aber vorher sollten wir uns noch, Moment, genau, das hier anschauen. That looks like the witness, but what else important is in these pictures? Ja, das Blöde ist, der hält da schön die Hand drauf. Und jetzt müssen wir ihn dazu bewegen, dass er die Hände hier wegnimmt. What would make him move the photo under the folder? Gute Frage. The searching killer? Ich glaube, possible target war das Beste, was ich auswählen konnte, wenn ich jetzt richtig mir das denke. Ich guck mal. Nein, was nicht? Ha, okay, hier haben wir schon mal Mist gebaut. Aber jetzt seht ihr auch mal, wie das funktioniert. Hiding Witness vielleicht? Oder The Searching Killer? Könnte auch The Searching Killer sein. Nein, der war's auch nicht. Mist. Okay, da haben wir jetzt schon ziemlich Mist gebaut. Jetzt haben wir nämlich unten, da unten nur noch ein Badge. Ich probiere jetzt nochmal Hiding Witness. Vielleicht funktioniert das. Nein! Okay, dann sind es doch einfach die Bilder wahrscheinlich. Wo sind denn die Fotos? Hier, Obscured Fotos. Ist ja auch so ein bisschen heller abgebildet als die anderen. Egal. Okay, dann nehmen wir jetzt die Fotos. Das wird es wahrscheinlich sein. Wie gesagt, ich habe es zwar schon gespielt, aber ich weiß es echt nicht mehr, was ich da ausgewählt hatte. Yo, das war richtig. Should get this photo to Rex for that Amber alert. Okay, gut, da hätte ich gleich drauf kommen können. Photos of the witness collected as evidence. Can I find info where she went in them? So, dann. Huch, wo ist er denn hin? Achso, der hat sich nur bewegt, alles klar. Dann gucken wir uns die mal an. So, das ist jetzt aber relativ einfach. You can receive psychic flashes from certain objects by pinpointing sounds, denoting the strongest psychic energy. Ja, und was hören wir da im Hintergrund? Das sind Kirchenglocken. Da ist hier nämlich ein kleines Selbstporträt, ein Selfie, wie das ja heute so schön heißt. A photo of a young girl taken by herself in this apartment. Dann haben wir noch die Mutti. A photo of a young girl and an older woman, most likely a relative. Und dann haben wir hier noch einen Priester. Und da wir natürlich Kirchenglocken im Hintergrund gehört haben,
A photo of a young girl and a priest in front of the local church. Ist das relevanteste Objekt? Father, do you have anywhere that I could stay just for a little while? Oh, of course, dear. The church is always here to help. Okay. The witness is staying at the nearby church. Alles klar, gut. Naja, haben wir einmal Mist gebaut. Aber hätte ich ja auch mal ein bisschen schneller nachdenken können. Gut, dann können wir das jetzt abschließen. Aber wir haben nur 13 von 14 Clues. Ich weiß jetzt nicht, wo der letzte Clue ist, weil ihn können wir jetzt auch nicht mehr weiter ausquetschen. Ich konklude das jetzt. Ich werde jetzt hier noch nicht noch weiter suchen. Gun me down in the street and you didn't even check for witnesses? Like you're untouchable. That girl is my only lead. I need to find her. Genau, das wollen wir jetzt machen. Das heißt, wir müssen erstmal dem Mädel hinterher. My only lead. I need to find that girl, the witness, and see what she knows. Alles klar. Dann können wir jetzt uns hier verzupfen. Still hate heights. Naja, gibt es irgendjemanden, der Höhen mag? Ich glaube eher weniger. Ich bin da auch kein großer Fan von, muss ich sagen. Und auch wieder ein sehr interessanter Ladebildschirm. Wir haben es geschafft. Wir sind aus dem Apartment raus und sollen jetzt die Zeugin finden. The witness is my only lead. I need to find her. That church is my best bet. Dann rocken wir mal das neue Gebiet hier. Vorher gucke ich noch mal ganz kurz hier lang, aber ich glaube... Ah, siehst du mal, hier vorne ist noch was. War gut, dass ich zurückgegangen bin. Den habe ich das letzte Mal auch nicht gefunden oder bei meinem ersten Anspielen. Was haben wir denn hier? I did this. I talked him into this. Becoming a cop. I was lying dead in the street because of me. Ah, er macht sich hier Vorwürfe. Rex feels guilty for leading Ronan to a life of police work. Also, ja, ich denke, ich glaube, Rex ist wohl dann, wie gesagt, der Bruder von Julia. Kann ich eigentlich hier hoch? Joa. Aber wie gesagt, wir können hier in Gebäude, die nicht offen sind, können wir auch nicht rein. Jetzt muss ich nur mal gerade gucken. Ich glaube, jetzt hat sich hier oder müsste sich eigentlich hier ein... Genau, jetzt liegt hier nämlich ein Hinweis. Da war vorher dieser schwarze Fleck, glaube ich. Den nehmen wir mal mit. A C. Nelson family photo. We were nervous about the amount of candles and oil lamps. Claire had in the... Achso, we were nervous about the amounts of candles and oil lamps Claire had in the house. She loved the dim light, especially in her seances. She didn't take them seriously. She just wanted to talk to dead celebrities. Ja, das hat anscheinend super geklappt. So, diesen Hinweis meinte ich, den ich nicht vorhin, aber beim letzten Mal aufnehmen wollte. Gut, das ist ja einfach nur der Weg, den wir auch wieder zurückgehen können. So, jetzt muss ich mal gerade überlegen. Das ist nämlich jetzt hier ein bisschen offener. Ich weiß nicht, ob wir auch hier lang können. Ja, das geht sogar. Das ist nämlich jetzt hier relativ offen. Man kann jetzt hier... Ah, hier bin ich. Okay, 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 alles klar. Ja, das kenne ich auch schon von meinem... Von meinem Spielen sozusagen. Da gehen wir aber erstmal wirklich in die Richtung, in die wir sollen. Das ist vielleicht ein bisschen geschickter. Gehen wir erstmal wirklich in Richtung
Church. So, Moment, hier liegt noch was. Ui. Review my life. Das kann aber nicht so ein schönes Leben sein. Today everything died for me. The end of forever. Thinking about it is so surreal. I instantly have an out-of-body experience every time. Seeing myself at that moment. After she tried to break up an argument between two men on the street. Two strangers to her. One of which would stab her for no reason at all. She died for trying to help. And the asshole got away. If I'd arrived to meet her just 1 minute earlier, my life would have been different. Better. And she wouldn't have been gone. Okay, also sie hat versucht, zwei Typen, die sich gestritten haben, auseinanderzubringen. Und der eine hat sie einfach niedergestochen und ist auch noch abgehauen. Wir wissen also nicht, wer sie getötet hat. Anscheinend immer noch nicht. Und ich habe ja so die dunkle Vermutung, es ist nicht nur sein eigener Tod, der ihn hier festhält, sondern auch der Tod seiner Frau. Weil es ist ja anscheinend nicht klar, wer sie damals getötet hat. Vielleicht war das ja sogar der gleiche Typ, der Bell-Killer. Man weiß es nicht. Hier haben wir auf jeden Fall noch was zum Einsammeln. Harassed by Baxter. Oh, nice. Rough day at work for my man. It took a while for him to be able to talk about it, but this Baxter fellow seems to be completely hostile toward Ronan, and there's nothing he can do about it. It's a mystery why there's so much animosity. Ronan has never done anything to offend him, but Baxter decided what kind of person Ronan was, and there's no convincing him otherwise. You can't teach some people. Ja, der Baxter hält ihn ja immer noch so für einen Kriminellen. Da kann man ihn, glaube ich, 5-mal darauf hinweisen, dass er jetzt ein Polizist ist, der eigentlich, ja, sich dem Guten verschrieben hat. Das scheint ihm relativ Latte zu sein. Gut, hier komme ich nicht weiter. Gucken, ob wir den hier noch lauschen können. Ja, da können wir eavesdroppen. Face it, Baxter hated the guy. I think the hate was pretty mutual. Ronan was a little rougher on the edges. But Baxter, he isn't exactly Mr. Cuddly. Yeah, but you don't think he'd, I mean, a fellow cop, or anybody. In this job, I'm surprised less every day about what people are really capable of. Sympathisch! Baxter and Ronan's mutual animosity. Cops wonder if Baxter hated Ronan enough to kill him. Also jetzt geht hier schon das Gerücht rum, dass Baxter Ronan vielleicht getötet haben könnte. Aber das kann er eigentlich nicht gewesen sein. Aber die beiden waren sich wirklich nicht ganz grün. Und auch nicht ganz gelb. So, dann rennen wir mal hier ein bisschen weiter. Bisschen schneller hier durchkommen. Ich nehme mal gerade gucken. War hier nicht noch irgendwas Interessantes? Scheint nicht wirklich so. Schade. Gut.